Wir gehen auf ein Thema jetzt drauf ein. Es könnte jetzt auch ganz, ganz eklig werden. Ja. Und zwar ABK und Shirin David. Ja. Wird eine ganz, ganz heikle Angelegenheit. Mal schauen, wie das jetzt so aussieht. So, ja, wir gucken uns das mal an. Shirin David wird bedroht und ein dickes Fu auf die YouTube-Szene. Okay, mal schauen, was er dazu sagt. Oh, Kuchen. Ich habe schon wieder KuchenTV kurz gesehen. Oh, ich habe schon wieder kurz KuchenTV. Nee. Ah, nee, es war nicht KuchenTV. Leute, ich wollte. Jo, was geht, Leute? Ich wollte heute mit euch mal über YouTube Deutschland reden. Oder besser gesagt, diese verheuchelte F***-Szene, wo ich früher mal so dachte, ey, okay, vielleicht übertreibe ich sogar manchmal. Vielleicht sind die YouTuber ja gar nicht so schlimm, wie man das immer so sagt und so. Oh ja. Aber ich habe viele von denen kennengelernt und ich kann euch wirklich sagen, das stimmt einfach. Das sind wirklich F***-Tate. Loyalität auf YouTube, Fremdwort. Generell in meinem Leben, ich habe damit abgeschlossen. Wenn ich jemandem was Gutes tue oder jemandem helfe, ich erwarte das nicht zurück. Ihr kriegt selten was zurück. Meistens kriegt ihr einfach nur den hier. Guck mal, es gibt ja die Blutgruppe A, B. Und es gibt Blutgruppe Hurensohn. Wenn ich jetzt sage, dass viele YouTuber Söhne sind, dann. Warte mal, er piept das Wort Hurensohn aus und davor sagt er aber Hurensohn ganz normal. Warte hier. Gruppe A, B. Und jetzt sagt er Hurensohn, ohne das zu zensieren, danach zensiert er es. Und es gibt Blutgruppe Hurensohn. Wenn ich jetzt sage, dass viele YouTuber Söhne sind, dann beleidige ich die ja gar nicht. Ich nenne die nur bei Vornamen. Die machen privat mit dir auf gut und hey, die schreiben dir sogar noch eine Nachricht und sagen, Bruder, ich stehe voll hinter dir. Land, du Hurensohn, dann mach doch ein Video, sag doch öffentlich, dass du hinter mir stehst. Aber öffentlich sich nicht trauen, wegen, oh mein Gott, meine Kooperationspartner, meine so. Ich habe zum Beispiel so einen Kommentar gelesen, das kam von irgendeinem Hurensohn aus der KuchenTV-Community. 30 Jahre alt, lebt noch bei seiner Mutter. Ja, natürlich wohne ich noch bei meiner Mutter. Ich habe meinen Vater bis zum Tod gepflegt und ich werde auch meine Mutter bis zum letzten Atemzug pflegen. Und das wird sich auch nicht ändern wegen irgendeiner Abonnentenzahl oder sonst was. Denkt ihr, ich bin ein YouTuber, der sagt, bis zum Ende APK Army, aber bis zum Ende pflegt er nicht seine Mutter oder was? Wenn ich sage bis zum Ende, dann meine ich auch bis zum Ende. Wie viele YouTuber haben ihre Eltern vergessen, ihre Familie vergessen, nur wegen Fame? Deswegen sage ich euch doch, dass viele von den Söhne sind. Wie diese YouTuber, die vielleicht ein bisschen Geld gemacht haben, 18 Jahre, dann ziehen die aus, lassen ihre Eltern alleine und oh, ich hab YouTube vom Geld gemacht, wow, bye bye, dicke Autos. Aber das Ding ist, dass diese ganz verhurte Internetwelt genau sowas sehen will. Die wollen nicht diese. Ja, aber ich sehe das gar nicht mal, ich sehe das jetzt nicht als schlimm an, ja. Also jetzt so mit Luxusgütern zu flexen, so die ganze Zeit, finde ich auch unangenehm, da gebe ich ihm recht. Das ist einfach eine sehr, sehr unangenehme Sache. Ich kann es auch nicht ganz verstehen, dass man ist YouTuber. Und das Erste, was man macht, ist, man liest sich irgendeinen fetten Wagen, um dann mit der Kamera zu filmen, was man doch für einen Traumwagen fährt, was der Rest nicht fahren kann. Es ist so dermaßen unangenehm, ja, es macht schon gar keinen Bock, das dann überhaupt noch anzugucken, ne? Ich bin jetzt keiner, der irgendwie neidisch ist, aber ich denke mir so, warum musst denn du versuchen, jetzt unbedingt 10 Videos zu machen, wie heftig dir es doch geht? Ja, wie viel Geld du verdienst, was du dir alles leisten kannst, ne? Wo du, was weiß ich, keine Ahnung, was du, ja, also halt, was du dir für Luxus leisten kannst. Das verstehe ich halt auch nicht. Und das macht halt auch Menschen, finde ich, einfach so unsympathisch. Es lässt einen auch so arrogant wirken, wenn es wirklich Leute gibt, die halt immer nur zeigen wollen, wie heftig es denen geht, nur um den anderen mal zu zeigen, dass sie niedere Menschen sind. Dieses, was normal ist. Wenn Leute zu mir sagen, hat eine mit den Abonnenten, du bist voll bescheiden. Na, du Missgeburt, Alter. Ist doch selbstverständlich, was soll ich jetzt machen? Frag die Eltern von manchen YouTubern, du mein Sohn, wir gehen jetzt heute unsere Tante besuchen. Der wird dir sagen, nein, ich kann nicht, Mama. Ich muss ein Video drehen. Dann habe ich noch nachher einen Livestream auf Twitch. Oder bei mir, wenn meine Mutter sagt, ey, Halim, wir gehen jetzt Tante besuchen. Ich sag direkt, Mama, scheiß auf das Internet. Ich bin direkt da. Alle YouTuber sagen, wow, das ist ein Traum, wenn du dein Hobby zum Beruf machst. War auch mein Hobby. Ich habe im Alter von 12 Jahren mit YouTube angefangen. Aber wisst ihr, was besser ist, wenn ihr mehrere Hobbys habt? Weil ich sag euch nämlich eine Sache. Sobald du dein Hobby zum Beruf machst, kann dein Hobby auch zu deiner Krankheit werden. Weil du ab diesem Zeitpunkt anfängst, dein Hobby zu kommerzialisieren und sogar teilweise irgendwo dein Hobby verkaufen musst. Und auch was die immer im Internet sagen, das fuckt mich so ab. Da gebe ich ihm auf jeden Fall recht, natürlich. Ja, weil ab dem Zeitpunkt machst du das natürlich auch, um dich damit zu finanzieren. Und dementsprechend sollten die Videos nicht alle gelb sein, ne? Die Videos, die sollten schon am besten grün sein, weil sonst verdienst du damit nichts. Super Sensibilität, ich hab's auch bei Instagram letztens gesagt. Auch Mord und du sowas. Sagst ein Wort. Oh mein Gott, das ist direkt so, das ist direkt so. Na, da hab ich auch das bei Instagram gesagt mit behindert. Aber Narco Montana Black schreibt mir, Bruder, Schuss ins eigene Bein. Du willst mir jetzt sagen, ich hab reingeschissen, weil ich behindert gesagt hab? Was willst du von mir, Digga? Jetzt mal ehrlich. Nur auch jetzt die ganze Zeit, weil kurz vor diese Videos gegen mich macht, sehe ich so ein Trimax. Bei so einem Trimax, sag euch ehrlich, gefällt mir nicht. Ich sehe in diesem Gesicht was richtig Linkes. Wallah. Immer dieses auf Krampf versucht er ein Meme zu werden. Mit dieser damals Brasilien. Soweit. Halsmaul. Brasilien. Das hat sich schon gelohnt.
Ich feiere dich. Brasilien. Als ob der das nicht wusste, Alter. Bitte, das hätte ich sogar gewusst. So, der Typ studiert irgendwas mit Wirtschaftsinformatik oder keine Ahnung und will mir sagen, er weiß nicht, wie die Brasilienfahne aussieht. Halt's Maul, Alter. Achte drauf, wie sich YouTuber versuchen, bewusst dumm zu stellen, damit die ein Meme haben. Ich meine, ich gebe Ihnen da recht, ja. Ich finde so ein bisschen die Ausdrucksform von ABK, die wird jetzt hier in letzter Zeit ein bisschen asozialer, muss ich ehrlich sagen. Und ich finde auch, das wirkt auch so ein bisschen unsympathisch. Ich meine, er möchte damit halt näher an die Community mit ran, um nochmal so zu zeigen, wie es ist und wie er so damit umgeht. Aber vielleicht bin ich doch auch einfach zu alt, um den Umgangston einfach zu feiern, ja. Ich finde es einfach nicht so nice. Der macht das, glaube ich, nicht mit Absicht. Wenn du Stunden streamst, dann passiert das. Aha, Boss. Bro, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weißt du, wie viele plötzlich so die offensichtlichsten Dinge dann verwechselt haben? Auf einmal haben ganz viele die Länderflaggen nicht mehr gewusst, ne? Die haben dann statt Deutschland Frankreich oder statt Deutschland Belgien gesagt und sowas. Oder statt Belgien Deutschland, wo man so sagt, also sorry, wir leben hier in Deutschland, du wirst wohl die Flagge von Deutschland kennen. Also es gibt einige, die das natürlich mit bewusst gemacht haben und auch ein Trimix hat das bewusst gemacht. Das bei Frankreich hat er safe nicht, er hätte niemals bei Frankreich Brasilien gesagt oder hätte niemals bei Spanien Brasilien gesagt, das ist Käse. Das ist wirklich absoluter Käse. Ich bin absolut lost. Nein, du bist ein Schloss, du bist ein Hurensohn. Diese YouTuber verkaufen sich selber und die verkaufen auch dich. Sobald die sehen, dass bei dir nicht mehr läuft oder du gerade Hate hast und so, distanziert sich von dir, die kennen dich nicht. Bestes Beispiel, Abde. Damals, die haben den Tod gehatet wegen der Madeira-Sache. Der hat damals mit diesen Ape-Crime-Leuten in so einer WG gewohnt. Die haben den rausgeworfen, wisst ihr warum? Die meinten zu dem Abde, du hast zu viele Dislikes, du hast zu viel Shitstorm. Deine öffentliche Reputation tut uns nicht gut. Natürlich, vielleicht gab es da noch ein paar andere Sachen, wo der die abgefuckt hat. Aber das war so eine Sache, die die dem auch gesagt haben. Ja, musst du mal so sehen. Also, nur mal so als kleine Info. Der ist von Madeira sozusagen wieder weg. Und natürlich gab es diesen Streit, weil der versucht hat, Tanzverbot von dieser Insel sozusagen wie zu kicken, damit jeder einen Hass auf ihn hat. Obwohl das halt nicht gestimmt hat. Und bis er sich dann widersprochen hat in dem Stream mit, ich glaube, Stay war das damals. Und erst dann kam das raus, dass der Scheiße erzählt hat, Abdel. Deswegen, ich kann die Reaktion teils schon verstehen bei der ganzen Abdel-Thematik, weil der offensichtlich jemand wahrscheinlich persönlich nicht gemocht hat und mit den linken Art und Weise, hat er halt versucht, den schlecht zu reden. Und das geht halt nicht. Ja, das macht man halt nicht. Die haben sich von dem distanziert und den aus der Wohnung geworfen, weil er Dislikes hat. Leon, moin. Ich kenne diese YouTuber und ich habe das auch gemerkt. Die Leute, mit denen Abdel früher war, die sind nicht mal mit dem am Chillen seit dieser Madeira-Sache. Auch wenn das Ganze jetzt vorbei ist. Keiner von diesen YouTubern dreht mehr ein Video mit. Aber moin. Man kann von Abdel halten, was man will. Aber ich will euch einfach nur daran zeigen, was für ein Gesicht diese YouTuber hat. Und hat gesagt, die stürzen sich gerade alle auf mich. Warum? Weil die gerade sehen, jeder große YouTuber kritisiert gerade APK. Und jetzt können wir alle auf den draufgehen und den ficken. Ihr fickt mich nicht. Denkt ihr, mich jucken Dislikes oder irgendwelche negativen Kommentare, wenn ich in meiner Familie schon von Scheidungen, Tode, Morde, alles am lebendigen Leib miterlebt habe? Denkt ihr allen Ernstes, dann habe ich die Zeit, sobald ich die Kamera ausmache, mich da hinzusetzen und zu denken, oh mein Gott, ich werde gerade im Internet so kritisiert. Es ist gerade wirklich total schlimm. Ich bin anscheinend wirklich ein schlechter Mensch. Oder Blamage. Ich habe euch schon lange gefickt, damit, dass ich einfach ehrlich bin auf YouTube. Ihr seid einfach und bleibt Heuchler. Man muss alles objektiv betrachten. Diese verheuchelte Motto-Objektivität von euch, Alter. Wenn ihr doch alles objektiv betrachten würdet, dann würdet ihr euch auf Fakten stützen, um das Ganze sachlich angehen zu können. Warum habt ihr dann damals bei einem Upred seine, keine Ahnung, dummen Aussagen vielleicht direkt so dargestellt, als wäre er eventuell doch schuldig? Wenn ihr doch so objektiv seid, dann wüsstet ihr alle, dass jemand so lange als unschuldig gilt, bis seine Schuld bewiesen wird. Egal wie viel Scheiße, die Person labert oder sonst was, macht ihn noch lange nicht zum Täter. Wenn ihr doch so objektiv. Ja, aber was jetzt nicht bedeutet, dass er es nicht gemacht haben kann, weißt du, wie ich meine? Also es kann ja auch sein, durch die Unschuldsvermutung, dass er dann vor Gericht geht und dann auch dort gewinnt, wegen der Unschuldsvermutung. Was aber ja dann nicht bedeutet, dass er die Aktion nicht gemacht hat. Also es gibt natürlich trotzdem immer Menschen, die dann subjektiv daran zweifeln und irgendwas anderes behaupten, keine Ahnung. Deswegen, dass da, du kannst das von außen, kannst du es eigentlich gar nicht beurteilen. Du kannst nicht sagen, es war so, du kannst aber nicht sagen, es war nicht so. Und das bei allem, wo es um Vergewaltigung geht, sage ich mal. Das gleiche auch mit Samra. Sich auf irgendeine Seite zu stellen, sich zu positionieren, finde ich einfach falsch. Ich finde das falsch. Aber selbst mit der Unschuldsvermutung würde ich selbst dann sagen, es ist einfach falsch. So einfach gar nichts dazu sagen. Einfach gar keine Meinung dazu haben. Ja, und jetzt nicht direkt gegen jemanden sprechen. Weil man weiß ja eh nichts, ja. Man weiß nicht,
ob man den Glauben schenken kann oder ob man der Glauben schenken kann. Ist halt immer so eine Frage. Ote denn moin. Objektiv seid und alles so sachlich angeht und euch auf Fakten stützt. Ihr seid nicht objektiv. Und das gleiche Thema haben wir jetzt gerade in einem extremeren Rahmen mit dieser ganzen Thematik von Nika Irani und Samra. Die es nicht mitbekommen haben, Nika Irani, so eine Kalb-YouTuberin, die wollte immer Fame werden, so richtig Fame geil, Todesfame geil, wallah. Die hat dem Rapper Samra, den Typen feier ich auch nicht, hat ihm aber vorgeworfen, dass er sie vergewaltigt hat. Und was passiert? Da tut mir Samra leid an dieser Stelle. Da und da fliegt er raus, der verliert voll viel Geld. Auf Grundlage einer Aussage am Narkoim, denkt mal darüber nach. Ihr könnt jetzt einfach die Kamera anmachen und über irgendeinen Werb... Das muss ich aber sagen, finde ich, das ist noch nicht mal die Nika, die großartig Schuldige, sondern das ist einfach das Label. Also finde ich auch, das ist ein Armutszeugnis, dass ein Label sich dafür entscheidet, Samra rauszuhauen, weil irgendjemand etwas behauptet über Samra. Was nicht bewiesen wurde, was nicht zu beweisen ist vielleicht, wo man sagt, ja, es kann ja irgendein Random das behauptet haben, der zerstört einfach deine Karriere, weil so eine Scheiße kommt. Aber da muss ich sagen, finde ich auch absoluter Käse und kann ich auch zu 0% nachvollziehen. Ich konnte nicht übersagen, ey, der hat mich vergewaltigt oder sexuell belästigt und der Typ verliert alles. Einfach nur, weil ihr das gesagt habt. Und stellt euch mal vor, am Ende kommt raus, das stimmt gar nicht, was dieses Mädchen da behauptet hat. Ja und? Trotzdem juckt es die Leute nicht mehr. Ihr habt einfach dann diesen Stempel, ey, ihr habt jemanden damals sexuell belästigt oder ihr habt jemanden damals vergewaltigt, obwohl es einfach nicht stimmt. Leute vergessen. Vor allem vergessen sie das, was sie vergessen wollen und merken sich das, was sie sich merken wollen. Dann sehe ich, Shirin David macht einen Post. An dieser Stelle danke, Shirin David, dass du die ganzen jungen Mädchen jetzt so krass machst. Bringst auch bald einen Alkohol auf den Markt. Sehr, sehr geile Vorbildfunktion auf jeden Fall. Sehr gut, dass ihr so eine feiert, die der neuen Generation zeigt, wie man twerkt und dass man Alkohol trinken soll und das noch sogar auf den Markt bringt, obwohl sie weiß, dass sie jüngere Zuschauer hat. Eine Shirin David, die ja so oftmals von Respekt gegenüber Frauen spricht. Du sprichst gar nicht über Respekt gegenüber Frauen. Du bist eine, die den Respekt gegenüber Frauen kaputt macht. Die Rolle der Frau richtig krass sexualisiert, indem sie irgendwelche Texte rappt, die sogar noch von irgendwelchen Männern geschrieben werden, in denen sie sagt, ja, verführt den Mann, macht das, hoes up, G's down, so. Und jetzt kommt mir nicht. Ist tatsächlich wirklich ein bisschen doppelmoralisch, muss ich auch sagen. Finde ich auch von Shirin. Kann man halten, was man will, aber da muss ich auch MBK hierbei definitiv recht geben. So, sie sagt, Respekt vor Frauen oder euer Körper ist wichtig und jeder Körper ist gut, so wie er ist und so. Und dann stellt ihr sich so ein Video hin, Host, keine Ahnung, was das für ein Text ist, was sie da raushaut, wo es nur um Ärsche geht, um Ideale, wirklich um Schönheitsideale, ne? Fetter Arsch, Kurven oder was weiß ich, ne? Fette Brüste. Und dann wackelt die nur die ganze Zeit vor der Kamera rum mit irgendwelchen anderen, die genauso aussehen. Ist halt schon ein bisschen unangenehm. Muss ich ehrlich sagen, ne? Nee, die macht's ja extra. Die provoziert, weil sie will damit genau das Gegenteil halt die Fresse. Denkt ihr meine Kollegen, wenn ich die jetzt frage? Die werden uns denken, ja, Mann. Krass, die macht das echt gut, die twerkt da gerade mit ihrem Arsch, damit ich weiß, dass das halt normal ist, dass Frauen mit ihrem Arsch twerken und mich das ja nicht geil macht. Bro, ich hab gar keinen Steifen. Alles gut, sagst du, ja. Vor allem das Krasseste ist, dieser Nika Irani, die dann halt den Samra das Ganze vorgeworfen hat. Leute schreiben der, warum gehst du nicht zur Polizei? Und dann sagt sie allen Ernstes, ich arbeite nicht mit der Polizei zusammen. Aber mit Instagram oder was? Denkst du jetzt, du kriegst blaue Haken auf Instagram, wenn du sowas erzählst? Geh lieber zu den Leuten in der blauen Uniform, weil die helfen dir da weiter. Weil Leuten, denen sowas wirklich passiert ist, denen ist Mut zuzusprechen, dass die eben zur Polizei gehen sollen, nicht Instagram. Ist jetzt Instagram neue Polizei geworden oder was? Sind jetzt die ganzen Leute in den Kommentaren die Anwälte? Und jetzt sagen manche, ja, aber Vergewaltigungen kann man auch schwer beweisen. Ja, gerade deswegen sollten wir doch öffentlich vorsichtig sein mit solchen Vorwürfen. Die ganzen armen Frauen, die wirklich Opfer von sowas sind, und die tun mir wirklich leid. Bei Gott, die tun mir leid. Jeder, der sowas macht, sein gottverdammter Hurensohn. Kennt ihr Jörg Kachelmann? Der war auch, ich weiß nicht, irgendwas im Fernsehen hat er gemacht, Meteorologe oder keine Ahnung was. Und dem wurde auch Vergewaltigung. Ja, das Wetter hat er immer vorgestellt. Kachelmann damals eigentlich schon Legendenstatus beim, ich weiß gar nicht, wo er das gemacht hat, ARD, ZDF. Das war schon Legendenstatus. Von seiner Ex-Frau vorgeworfen. Das Ganze ging dann so weit, dass er sogar in Untersuchungshaft kam. Und nach Jahren kam dann raus, dass das Ganze gar nicht gestimmt hat, dass die Ex-Frau gelogen hat. Denkt ihr allen Ernstes, dass sich dann die Leute Jahre zurück denken, oh, das hat gar nicht gestimmt. Nein, die Leute haben den Kachelmann im Kopf als jemanden, der eine Frau vergewaltigt hat. Genauso kann das jetzt auch einem Samra. Wobei ich jetzt tatsächlich sagen muss, ich glaube, die meisten müssten mittlerweile schon wissen, dass ein Kachelmann das nicht gemacht hat. Also es ging ja dann schon eine Welle rum, dass man gesagt hat, nee, das hat gar nicht gestimmt und so. Dennoch, die Sache, man sollte aus solchen Sachen Lehren ziehen, ja. Und ich finde es auch gut, dass man das ja auch anspricht, weil ich finde das sehr, sehr schwierig. Und man hat ja jetzt gerade eben schon wieder bei Samra erkennen können, da wurden ja schon die ersten Konsequenzen gezogen. Ja, einfach sein Label ist weg. Ich finde das
ich finde das kritisch, ja. Ich finde das kritisch. Solange hier noch nichts bewiesen ist, finde ich, sollte man trotzdem noch die Füße stillhalten. Sei es als Zuschauer, sei es als Label oder als irgendwelche Personen, die hinter den Kameras mitarbeiten. Das finde ich unangenehm. Und das Traurige ist, dass das alles gerade passiert auf Basis von Vorwürfen. Shirin David hatte einen Song gemacht und in dem Song hatte sie eine Zeile Samra gewidmet. Nach dieser ganzen Debatte, jetzt nach diesen Vorwürfen, hat sie ihren Song verschoben und diese Zeile, die sie Samra gewidmet hat, aus ihrem Song genommen. Dass eine Shirin David als eine Kollegin von Samra sich auf Vorwürfe stützt und diese dann gegen ihren Kollegen verwendet. Auf jeden Fall postet Shirin David auf Instagram folgendes. Von 100 angezeigten Vergewaltigungen enden im Schnitt nur 13 mit einer Verurteilung. Also hat es für ein deutsches Gericht einfach nicht gereicht, diese Person wegen einer Vergewaltigung zu verurteilen, weil die Beweislage nicht gestimmt hat. Das heißt doch dann, wenn du sagst, dass nur 13% der Anzeigen durchgehen, das heißt ja, dass 87% falsch beschuldigt wurden. Dann schreibt sie noch hier, es ist also keinesfalls ein so verbreitetes Problem, wie häufig gerne behauptet wird. Ja, scheinbar schon, wenn es ja dann 87% sind, die eben nicht verurteilt werden. Ja, vielleicht wegen mangelnder Beweislage. Und das ist ja das Problem. Vieles kann man halt leider nicht nachweisen, ob es jetzt richtig ist oder nicht. Das ist halt schwierig, ne? Denn trotzdem heißt es ja nicht, dass die deswegen automatisch jetzt nicht vergewaltigt wurden oder so. Das ist halt immer schwierig. Dann sagt sie noch Folgendes. Das Beschissene ist zudem, dass ich den Künstler, der aktuell unter diesen Vorwürfen steht, in meiner kommenden zweiten Single in einem positiven Zusammenhang erwähnt habe. Diese Line werde ich nun streichen und nicht veröffentlichen. Du sagst doch hier gerade in deiner eigenen Story, dass das Ganze lediglich ein Vorwurf ist und es bisher noch nicht bewiesen werden konnte. Trotzdem mag unsere Miss Emanzipation hier folgenschwere Konsequenzen daraus ziehen, indem sie ihre so wichtige Single jetzt einfach um eine Woche verschiebt und dann noch so extra das Datum drunter schreiben. Ich finde es einfach so ekelhaft, dann so genau jetzt in so einem Zusammenhang dahin schreiben zu müssen, wann genau jetzt die Single kommt, wann das jetzt verschoben wird. Wir befassen uns doch gerade hier mit einem ernsten Thema, was alle Frauen betrifft, auch Frauen, die keine Musik machen. Warum muss das da reinkommen? Aber das war mir klar, dass sowas von der Shirin David kommt. Ich meinte auch schon damals zu euch, sogar wo Corona so richtig im Hype-Stadium war, Alter, hat die doch damals so ein Musikvideodreh gemacht und das Ganze wurde doch dann gecancelt und hat die doch ihr Musikvideo um eine Woche verschoben, damit sie diesen Zeitungsartikel in ihrem Musikvideo einblenden kann, in dem drin stand, dass Shirin David gegen die Corona-Regeln verstoßen hat und das hat ja dann zu ihrem Song gepasst. Sagen wir so nach dem Motto, ich bin eine Bad Bitch, so, weißt du, so, ich lass mir nichts sagen. Das war damals ja so ihr Promo-Move. Mit Gesundheit von anderen Menschen hat sie gespielt und jetzt spielt sie hier wieder mit etwas, ja, nämlich mit so einem Vergewaltigungsthema, womit sie weiß, dass sie voll viele Leute anspricht. Also ich habe ja mit Shirin David so 0,000 am Hut, ja, ich höre mir auch ihre Musik nicht weiter an, aber ja, der Move war damals auch absolut lost und finde ich auch gut, dass es ABK anspricht. Und damit dann so ihre Single anzukündigen. Und dann man auch hört noch sich wie von einem bisher unschuldigen Menschen. Und dann beschwert sie sich noch darüber, dass sich anscheinend so viele Leute nicht jetzt dafür eingesetzt haben, nicht darüber geredet, äußert, dass ich von ihrem Manager eingeschüchtert wurde oder welche Leute er mir geschickt hat. Beschwert sich aber dann darüber, dass Samra sich nicht zu der ganzen Sache geäußert hat, wo es gerade auch noch nur Vorwürfe sind. Ich schwöre, ekelhaft, diese Internetwelt ist so verheuchelt. Ja, Corona ist ja fast schon vorbei. Deswegen werde ich jetzt versuchen, nach und nach einigen Leuten hier auf YouTube auch mal langsam die Masken abzunehmen. Ja, also ich muss sagen, ganz am Anfang war ich noch ein bisschen skeptisch bei diesem Video. Ich dachte, es wird sehr, sehr ekelhaft, weil wegen eben mit Remakes und so ein Spaß, ne? Aber ich finde die Message oder das war auch der Inhalt des Videos gar nicht mal so schlecht. Nee, da muss ich sagen, da freue ich mich übrigens, wenn er die Masken abnimmt von einigen. ABK, Bro, sorry, falls ich was Falsches irgendwann mal gesagt habe. Wir sind doch, ich hoffe, doch beste Freunde.